Lieben, ich wollte euch mal so einen Tag lang mitnehmen und euch zeigen, wann ich welche ätherischen Öle so benutze. Und frühmorgens stehe ich erstmal hier in meinem Schlafzimmer und hier sind verschiedene Roll-Ons und ich entscheide dann, welchen davon ich so morgens auftragen möchte. Aktuell ist es tatsächlich meistens, so wie auch heute, Chia, also den habe ich mir jetzt selber gemischt, auf die Fußsohlen aufgetragen. Um einfach so gleich mit guter Laune in den Tag zu starten. Wenn ich mal irgendwie so schwierigere Sachen vor mir habe, gerade auch mit Menschen, wo ich was nicht an mich ranlassen möchte, dann sehr, sehr gerne Pink Pepper. Und die anderen werden so im Laufe des Tages zum Einsatz kommen. Aber jetzt habe ich erstmal damit gestartet, dass ich mir Chia auf die Fußsohlen gegeben habe. Und jetzt gehen wir mal weiter ins Badezimmer. Da warten nämlich schon die nächsten ätherischen Öle auf uns. Vielleicht habt ihr es in den letzten Videos gesehen, ich hatte unglaublich unreine Haut. Also so am Kinnbereich hatte ich einfach Pickel, die sind einfach überhaupt nicht weggegangen, mit nichts, mit gar nichts. Ich habe erst versucht, die mit Teebaumöl zu behandeln. Da habe ich sie zumindest so weit in den Griff bekommen, dass es nicht noch schlimmer geworden ist. Und dann bin ich aber dazu übergegangen, Yarrow Pom. Das ist so ein bläuliches ätherisches Öl, jeden Tag in meine Tagescreme zu geben. Und es sorgt nicht nur dafür, dass allgemein meine Haut weicher wird und mit viel mehr Nährstoffen versorgt wird, sondern ich habe endlich auch was gefunden, was gegen diese furchtbaren Pickel hilft und vor allen Dingen keine neuen Pickel zutage fördert. So, weiter geht's dann mit denen hier. Ich bin gerade so ein bisschen angeschlagen. Danke, Jenny, für diese Geräuschkulisse. Ich bin gerade so ein bisschen angeschlagen. Erst waren die Kinder krank und jetzt hat es mich auch mit erwischt. Deswegen nehme ich jeden Morgen einen Tropfen En Garde unter die Zunge. Und weil das halt echt nicht gut schmeckt, putze ich mir danach direkt die Zähne. Deswegen habe ich das im Badezimmer stehen. Und das unterstützt ganz natürlich das Immunsystem. Damit habe ich das auch, glaube ich, relativ gut eindämmen können, dass es mich jetzt nicht einen Tag lang flachgelegt hat. Zusätzlich trage ich mir mehrmals täglich Frankincense, also jetzt habe ich jetzt hier so einen kleinen Roll-On gemacht, das ist Weihrauch, trage ich mir mehrmals täglich auf den Nacken auf, schon auch wenn ich merke, dass ich krank werde. Und das hier ist jetzt ein Roll-On mit Teebaumöl tatsächlich, weil ich heute Morgen aufgewacht bin und mir das linke Ohr so ein bisschen wehgetan hat. Und ätherische Öle niemals ins Ohr geben, aber so ums Ohr drumherum kann man das geben. Und das hilft gegen Ohrenschmerzen. Ich muss sagen, es ist selber gerade echt krass zu sehen, wie weitreichend ich die benutze. Wir sind jetzt weitergegangen in meine Küche. Das ist ein Glas mit Wasser. Und da kommt jetzt gleich ein Tropfen Lemon rein. Lemon bindet die Giftstoffe im Körper. Und nachmittags trinke ich dann ein Glas Wasser mit Pfefferminz und das spült dann die gebundenen Giftstoffe aus dem Körper heraus. Und das mache ich tatsächlich täglich. Nächster Stopp ist dann hier, vor meinem Ölregal. Das ist die Frage aller Fragen, was diffuse ich jetzt? Also ich diffuse immer vormittags für ein paar Stunden was und dann so Nachmittagabend nochmal. Und am Nachmittagabend ist es meistens irgendwas zum Entspannen, zum Runterkommen, zum Emotionen ausgleichen. Also sowas wie Lavendel oder auch sehr, sehr gerne Vetiver mit Lemon gemischt. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Vielleicht brauchen die Kinder auch manchmal ein bisschen Chia. Und vormittags entscheide ich auch wirklich immer ganz, ganz intuitiv. Ist dann halt zum Beispiel so, okay, was steht an? Muss ich viel arbeiten? Dann ist es meistens Pfefferminz mit wilder Orange zusammen, weil das motivierend ist und anregend. Oder ist wie heute ein kinderfreies Wochenende. Ich bin ein bisschen angeschlagen und möchte mich einfach entspannen und was Gutes nebenbei riechen. Dann wird es halt so entschieden. Übrigens, hier habe ich so zwei Weihnachtsdüfte, die ganz, ganz toll sind. So schön. So, ich gucke jetzt mal und zeige euch gleich, was es geworden ist. Ich habe mich jetzt aufgrund dessen, dass ich jetzt so ein bisschen angeschlagen bin, jetzt für R entschieden. Das fördert einfach so, ne? Das Durchatmen ist gut für die Atemwege, für die Gesundheit der Atemwege. Was ich in letzter Zeit halt auch viel diffust habe, ist natürlich En Garde. Das kann man auch diffusen, ist auch sehr, sehr gut. Oder Eukalyptus. Eukalyptus dann meistens aber eher in der Badewanne. Aber ja, jetzt habe ich mich für R entschieden. Ich habe gerade hier mal meinen Wohnzimmertisch abgewischt und
Ich würde sagen, mittlerweile sind so ja, 60% meiner Haushaltsreiniger selber gemacht mit ätherischen Ölen. Unter anderem halt der hier, den ich jetzt gerade benutzt habe. Dazu habe ich mein Video gedreht, das kann ich euch nochmal verlinken. Das Schöne ist halt, du weißt halt hundertprozentig, was in deinem Reiniger drin ist, was du dir halt auch hier so auf den Tisch sprühst. Unglaublich gut ist auch En Garde zum Reinigen von Oberflächen, weil es gegen die Bakterien sehr, sehr gut wirkt. Da werde ich mir als nächstes mal einen Reiniger machen, aber muss erst so seine aufbrauchen. Und das Geile ist halt, dass es halt so unglaublich gut riecht, wenn man es benutzt. Und gerade auch so ne beim Bodenwischen, wenn du dann halt da was mit ätherischen Ölen hast, dann wischst du halt doppelt so gern, weil es halt einfach dann so, so geil riecht überall. Deswegen ja, ätherische Öle sind auch in vielen meiner Haushaltsreiniger mittlerweile drin. Für tagsüber, vor allen Dingen, wenn ich das Haus verlasse, habe ich sehr, sehr gerne dieses Armband hier. Hier sind solche Plättchen drin, die haben verschiedene Farben. Im Moment habe ich Rot drin und Passion drauf geträufelt. Entscheide ich dann auch ganz intuitiv, welchen Nutzen ich haben möchte. Dann kann man halt immer mal wieder während des Tages so dran riechen. Heißt, wenn ich nicht die Möglichkeit eines Diffusers habe, habe ich dann dieses Armband. Das kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Genauso wie meine zwei Diffuser, die ich benutze. Ich habe ja einen großen im Wohnzimmer stehen und einen kleinen, den ich mitnehme. Zum Beispiel zu meinen Meditationskursen oder wenn ich einen Vortrag halte. Und der ansonsten im Kinderzimmer steht. Genau. Und das benutze ich dann halt, wie gesagt, ganz gerne, wenn ich unterwegs bin, um dann dran riechen zu können und da so die Möglichkeit zu haben, gerade da dann auch meine Emotionen beeinflussen zu lassen, positiv beeinflussen zu lassen durch die ätherischen Öle. So, mittlerweile ist Nachmittag und ich trinke immer zu meinem Chorwach halt das wie schon erwähnte Glas Wasser, wo jetzt ein Spritzer Pfefferminz drin ist. Ist sowieso jetzt auch nochmal gut. Pfefferminz hat auch auf mich immer die Wirkung, dass es erfrischend ist, dass es mir nochmal Energie gibt. Also so für den Rest des Tages ist das jetzt nochmal auch sehr, sehr, sehr genial, so einen kleinen Pusher da jetzt zu bekommen. So, ich mache mich jetzt gleich fertig, weil ich mich mit Freunden treffe. Und ich benutze seit Jahren kein Parfüm mehr. Also die meiste Zeit benutze ich tatsächlich den Passion Roll-On. Allerdings habe ich jetzt ganz neu, habe ich mir ihn gestern erst gemischt, Whisper. Das ist die Mischung für Frauen, die so einen ganz eigenen individuellen Duft kreiert, der auch sehr schön blumig ist, nicht ganz so schwer wie Passion. Und zwischen den beiden muss ich mich jetzt spontan entscheiden, welches ich dann jetzt hier auftragen werde. Ich möchte jetzt nochmal gerne was diffusen. Eigentlich könnte ich nochmal gut was jetzt für meine Atemwege gebrauchen, Eukalyptus oder so, aber ich brauche jetzt Chia. War gerade wieder so eine ganz intuitive Entscheidung. Chia ist einfach das Öl für mich, wenn ich schlechte Laune habe. Es mir einfach nicht gut geht, ich vielleicht auch ein bisschen traurig bin. Und irgendwann komme ich ja immer an so einen Punkt, wo ich sage, so jetzt habe ich keinen Bock mehr traurig zu sein, jetzt muss es aufhören. Und da beginne ich dann unter anderem zum Beispiel damit, Chia zu diffusen, Chia auf die Füße, auf die Fußsohlen aufzutragen, um mich einfach besser zu fühlen. Das hat zum einen ein bisschen was mit der Jahreszeit zu tun. Seit einigen Jahren macht mir der Herbst so zu schaffen, aber liegt auch an ein paar anderen Dingen, die gerade einfach ein bisschen schwer sind. Ich hoffe, dieser kleine Einblick, wie oft ich tatsächlich einfach täglich meine ätherischen Öle benutze, das hat mich selber fasziniert, hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!